wirklich lecker sind, die schnell, einfach und lecker sind. Besser als so ein langweiliges Brot. Genau, die könnt ihr verwenden für euren Weg zur Schule, für eure Uni oder auch für die Arbeit. Das sind also leckere Sachen. 5 leckere Sachen für euch und für uns. Dann geht's mal los. Um ideal in den Tag zu starten, machen wir uns am liebsten einen Smoothie. Dazu brauchen wir frischen Salat, eine Banane, eine Melone, einen Apfel und etwas Apfelsaft, damit es auch süß genug bleibt. Das Ganze wird natürlich einmal gewaschen und geschnitten und kommt dann in den Häcksler. Durch den Apfelsaft wird es auch wirklich leicht, das Ganze einmal durchzumixen. Und wenn es hier etwas mehr wird, als es in den Mixer passt, dann natürlich auch in 2 Schritten alles einmal durchmixen. Wie ihr seht, haben wir nicht lang genug gemixt, deswegen ist es hier noch etwas grob und passt nicht ganz in die Flasche, also da ruhig noch mal eine Minute drauf geben. Gerne mal sofort probieren, wie es schmeckt. Und Gott sei Dank, es schmeckt! Etwas, was mir immer gut schmeckt, sind Cerealien, Müsli, Vollkorn. Und dazu mache ich heute meine Weetabix-to-go-Geschichte einmal auch für euch. Das heißt, ihr braucht Weetabix, frisches Obst wie Erdbeeren, Kiwi, Milch und 1 bis 2 Tupper-Schachteln oder diese coole Tupper-Schachtel, die ich mal bei Kaufland erstanden habe. Heißt, ich nehme mir 2 bis 3 Weetabix für den Tag mit. 3 ist wirklich mehr als genug. Frisches Obst, das einmal gewaschen wird und geschnibbelt wird. Und dann packe ich das in diese coole Tupper-Schachtel, wo eine Schachtel in der Schachtel ist, damit auch alles schön frisch bleibt. Kommen also hier die Früchte in die Tupper und dann die Tupper in die Tupper. Und dazu gibt es auch noch diesen Wasserring, der das Ganze schön frisch hält. Parallel habe ich mir natürlich etwas Milch abgefüllt, damit ich unterwegs oder hinterher auch noch die Milch habe. Ja, Pauline ist gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu machen und hat tierischen Hunger und ja, macht sich daher unsere Cerealien einmal fertig. Und packt alles zusammen, mixt es einmal durch und kostet. Mal schauen, was sie sagt. Scheint ihr auch zu schmecken. Nach diesem Energieschub fällt es ihr auch ganz leicht, sofort mit den Hausaufgaben weiterzumachen. Am liebsten trinke ich Wasser, aber es kann ja auch mal langweilig werden, deswegen zeige ich euch hier eine tolle Variante für Eistee. Dazu braucht ihr frische Minze, eine Zitrone, Honig, Rooibos-Tee und frische Ingwer und natürlich heißes Wasser. Als erstes nehmt ihr die Ingwer und schneidet sie in etwa Daumenstück groß. Denkt dran, je kleiner und mehr Ingwer bei euch im Tee landet, desto schärfer wird er. Dann braucht ihr ungefähr 1 Liter Wasser. Also eure Ingwer packt ihr direkt da rein, dann die 4 Beutel Rooibos-Tee. Ich habe hier so Pfirsich-Rooibos-Tee. Dazu kommt frische Minze und dann wird das Ganze erstmal zur Ruhe gestellt. Ungefähr 15 Minuten könnt ihr das so ziehen lassen. Danach presse ich eine frische Zitrone. Nach der Viertelstunde könnt ihr dann den Rooibos-Tee einmal rausnehmen und die frische Zitrone dazugeben. Damit das Ganze aber nicht zu sauer wird, muss noch etwas Süße rein. Und das geschieht mit 2 Esslöffeln Honig. Und schon ist euer Tee fertig. Ihr könnt ihn jetzt sofort genießen, denn heiß schmeckt er auch richtig heiß, richtig gut. Oder ihr lasst ihn abkühlen tagsüber und könnt ihn dann auch als Eistee trinken. Et voilà! Eine sehr stylische und leckere Variante im Gegensatz zu Brot sind Wraps. Und die mache ich sehr, sehr gerne, indem ich hier solche Tortilla-Wraps benutze, frischen Salat, Tomatenmark mag ich sehr und Hummus
Und hier hatten wir noch etwas Pute, die ich mir auch für den Wrap sichere. Die Tortilla-Wraps einmal kurz mit Wasser beträufeln, auf den Herd oder in der Mikrowelle einmal kurz anbraten, würde ich jetzt fast sagen. Achtet darauf, dass ihr das nicht zu lange macht, so wie ich hier bei diesem Beispiel, denn dann habt ihr keinen formbaren Wrap mehr, sondern irgendwie ein Stück Holz auf dem Teller. Ich packe gleich meinen Hummus, Tomatenmark oben drauf und habe hier noch Ziegenkäse gefunden, der unbedingt mit rein muss. Der passt auch sehr gut zu der Pute, die ich ja geplant habe und kann das Ganze noch mit meinem schönen Salat anreichern. Und jetzt würde ich es eigentlich rollen, aber wie ihr seht, klappt es. Das können wir besser, also haben wir gleich noch einen Wrap gemacht, außerdem hatten wir eh Hunger für zwei. Und den nochmal belegt, je nach Belieben. Und den, seht ihr, kann ich jetzt auch einmal rollen. Und dann sieht das Ganze so aus und in Folie noch einmal gerollt, bleibt es auch tagsüber haltbar und sieht schick aus, oder? Und wenn man dann dabei ist, haben plötzlich alle Hunger. Mein Papa hätte auch gerne einen Wrap und dann haben wir den hier gleich nochmal mit Salami, Schinken, Käse zubereitet. Und das heißt, nehmt was ihr habt, stöbert durch den Kühlschrank und genießt euren Wrap. Und last but not least zeigen wir euch unsere leckeren Eiweißriegel. Dazu braucht ihr Haferflocken, feine und grobe, Eiweißpulver, Erdnussbutter, auch gerne in fein und grob, und etwas Wasser. Also, wir beginnen. Nehmen jeweils eine Tasse Haferflocken, packen sie in eine Schüssel. Dazu kommt dann die Erdnussbutter, hier einmal die grobe, mit 2 bis 3 Esslöffeln. Und die feine ebenfalls mit 2 bis 3 Esslöffeln. Das könnt ihr ausprobieren, wie es euch schmeckt. Es reicht auch theoretisch nur eine dieser Sorten. Jetzt nehmen wir dazu Proteinpulver. Bei unserer Menge sind es um 3 gute Esslöffel. Das Eiweißpulver hat Vanillegeschmack. Auch da könnt ihr verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren und dementsprechend eure Eiweißriegel richtig lecker werden lassen. Das Ganze mixt ihr einmal durch, bis es ungefähr diese Konsistenz hat. Dazu braucht ihr natürlich das Wasser und knetet es am Ende nochmal ordentlich. Jetzt braucht ihr eine gute Schüssel, bei der ihr am Ende die Eiweißriegel auch herausschneiden könnt. Dementsprechend habe ich jetzt hier so eine Glasschüssel genommen und dann nehmt ihr die ganze Masse und drückt sie richtig fest in die Schüssel. Das kann auch etwas länger dauern, aber es lohnt sich. Denkt dran, dass euer Riegel natürlich sehr fest in der Konsistenz sein muss, damit ihr ihn gut snacken könnt. Das Ganze kommt jetzt eine Stunde in den Kühlschrank und dann könnt ihr schon die Riegel einschneiden. Bereitet hier einmal das Ganze vor und dann schneidet ihr beim zweiten Durchgang richtig die Riegel. Achtung, den ersten einmal rauszuholen, das ist eine kleine Kunst. Aber danach wird es einfacher, versprochen. Jeden Riegel einmal in Folie packen und dann habt ihr eure ganze Woche einmal abgedeckt. Das wird auch sofort probiert und es schmeckt. Okay, ihr Lieben, das waren unsere 5 Snacks, gesund und lecker für die Schule, für die Uni, für die Arbeit. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Hinterlasst auf jeden Fall euer Feedback in den Kommentaren. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Genau, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und sagt uns doch, was ihr besonders lecker an diesen Snacks fandet. In diesem Sinne, macht was draus. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, bye. Ciao.